gerade dort in den Train gefahren. Oh, sorry, aber. Siehste, Nami, ich bin Dritter. Wie bist du Dritter? Ja, ich habe euch schon überholt. Ausgezeichneter Start, gute Arbeit. Ich habe nicht mal gesehen. Da kannst du mal sehen, wie ein geölter Blitz, wie ein geölter Blitz. Ja, ich hab gelben Flügel. Ja. Jetzt habe ich vor mir so einen Opa, der so lahmarschig fährt. Schnauze. Hallo, was machst du da? Kein Abgasdruck mehr. Ich merk das. Alter, wo willst du denn hin, oder was? Ja, ich muss ja irgendwo hin. Guck mal, wie du fährst, Alter. Wie besoffen, Alter. Wenn du vor dir eine Wodkaflasche reingepfiffen hättest. Oder weißt du das? Ja, kannst du mal sehen. Ich bin gut. Ich sehe ja seinen Pass hier. Ja, das hilft ein bisschen, weißt du? Oh, ich dreh mich, dreh mich, dreh mich. Ich hab dich schon überholt. Dadurch krieg ich eine Verwarnung. Oh, Alter, aber es ist verdammt knapp. Okay, alles klar. Ma, was ist denn jetzt hier? Das umdreh ich mich die ganze Zeit, ey. Safety Car auf der Strecke. Oh, das Safety nein, Car ist auf der Strecke. Nein. Der Killer hätte mich 100 pro überholt. Ja. 100 pro. Das ist ja das, was ich gesagt habe. USA ja. Ist seine Strecke. Ich wusste das. Das war so ein richtiger Bluff im Q2. Richtiger Bluff. Nee, ich kam gut weg irgendwie. Ja, alle haben sich in der Kurve gebumst und so und ich da schön in... Wow! Du hast leider eine Geschwindigkeit. Einfach. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ja, ich musste stehen bleiben, ey. Alter, hab ich gemerkt. Ja, wir glauben, dass wir eine gute alternative unfassbar, Strategie haben. Das ist ein Scheißspiel, ne? Was ja. Aber hätte ich nicht gebremst, hätte es gekracht. Weiter so. Ja, aber ich habe weiße Reifen, du hast rote, sei froh. Was weiße? Was gelbe? Ja. Ah, ich meinte gelbe, ja. Du bist ja eh schneller wie ich. Oh, da dreht die KI von die Suppe mich einfach. Alter, ich war schon komplett vorbei und die dreht mich einfach. Hast du gerade eben genug Platz gehabt, Lothar? Die Kurve nicht bitte. Ich auch nicht. Hoff ja auch gedreht, ne? Oh, Killer. Ja, was soll ich machen? Ich konnte nicht rechtzeitig bremsen. Welcher Ferrari ist da auf dem Fall? Keine Ahnung. Mann. Hi Manu. Oh. Ich darf in die Box. Ich wurde gerade von die Suppe gedreht, von der KI. Eine KI nach der anderen irgendwie wegdrängen. Ja klar, die machen es ja mit uns auch. Aber ich bin rechts von der KI. Ja, da kann ich ja nichts für. Denk an die Überholtaste, wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ich weiß nicht, Boxer Hoffi. Ich muss. Ja, warte, ich bevor ich überhole. Ist du Scheiße. Komm doch. Vielleicht wird es in den App. Ha ha ha.
Boah. Was ist passiert? Ja, du hast gerade in der Kurve abgebremst, aber... Ja, ich musste ja. Ja, dort die Medium-Waffe. Aber Alter, es hat gerade Millimeter ran vielleicht gefehlt. Fährt ihr da mit Vollgas durch? Ja. Ich fahre mit da mit Vollgas durch. Boah, nee. Mit Vollgas dann durch. Hab ich einmal gemacht, da ist die Karre mir so weggesprungen. Was sein nicht gelingt? Sorry, klar, hast du nicht. Alles gut. Was du noch keinen Schaden hast? Nee, ich hab nichts. Aber ich guck langsam vorbei. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ihr fährt damit Vollgas, okay. Vielleicht ist hier nicht. Ah, ging doch. Mir hast du schon Angst gehabt? Oh! Alter, das Fahrrad ist sehr krumm. Ja, hast du schon Angst gehabt, dass du mir wieder drauf fährt, ne? Ja, ich hab extra Abstand gelassen. Okay. Aber ich hoffe, dass ich jetzt endlich vorbei bin. Ah, verbrannst. Ja, du machst aber auch aus der Jacke diese Kumpfart am Tag. Ich versuche bloß die, die so lange geht, das kann ich vermeiden. Ja. Wir haben noch eine dritte Abwehr, die wir haben. Wir werden uns fast die Grenze in einem neuen Enden zu mehr.
Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden. Ach man. Verstehe ich das gerade nicht. Ich habe eine Zeitstrafe bekommen, obwohl ich nicht mal das angegeben bekommen habe. Das ist angeblich jetzt abgekürzt. Jo. Habe ich nichts angezeigt bekommen. Jo. Okay. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3 Sekunden. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Oh, scheiße, 3 Sekunden Strafe. Ja, das war's dann, oder? Killer. Nö, ich schieß dich weg, dann hab ich ja eh. Eine Zeitstrafe erhalten. Ey! Lass mich vorbei, ich bin schneller. Geht nicht. Halt ihn auf. Ich bin gerade am Kämpfen. Ich zieh weg, bitte. Guck mal, alle benutzen das RAS. Nur zu pushen, Alter. Und du fährst ja auch Strafe, gell? Ah, wie Verwarnung, für was denn? Du hast es berührt. Ja, wenn du da so beschissene Kurve nimmst. Ich kann ja nichts dafür, irgendwo muss ich auch hin. Ja, und zwar hinter mir. Ja, warte ab.
Dann was machst du denn da? Von dir, ne? Ja, was machst du denn da? Das sieht aber toll aus, was ihr da macht. Echt? Und bringen tut's denn nix. Ich hätte auch hier irgendwie so arbeiten werden müssen, so leicht zu entfalten. Aber ich davon fährt. Hoffe, ich schaut sich das gemütlich an hinter uns. Ja. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Gleich von DRS, nein, oder? Nein, ist noch nicht. Und ist gut. Schön, dass du dich verbrennst, aber mach das öfter. Wie wär's denn mal, wenn du wieder mal deine Kurvenzeiten gehst? Ich komme, ich bin hinter dir. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. DRS ist jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ich häng den Namen echt am Arsch. Ah, scheiße, verbrannst. Ich will aber noch mein Job. Ja, ich weiß. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Ja, DS. Nein, kein DS. Ja. Komm, gib mir schön Windschatten. Komm. Komm, komm, da ja, mir schön geben. Er kommt nicht rein. Ich kämpfe hier richtig, Mann. Wie so ein Fisch, das gerade von so Angel wegrennen will. Nee, so ein Fisch, der gerade von einem Hai gejagt wird. Nee, von 2 Haie. Hinter mir ist ja noch einer. 2 hungrige große Haie. Ja. Was für eine Dicke von mir? Was? Ich hab doch meinen Boxenstopp gerade gemacht. Ja, ich hab's. Was soll das lodern? Hä? Wow! Disqualifiziert worden! Warum? Hä? Ihr habt keine Ahnung! Ich bin die Einzige, der rausfliegt! Was war da? Ich hab meine Boxenstopp gemacht, alles! Ah, das ist wieder so ein Bug! Oh je! Schön, ey! Ich hab das in der Karriere, da ist das verfickt, das ist. Aber ich merk's auch nicht! Kompression, ja. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Meinst du, ich sag dir das? Du Pfeife. Ich bin frei. Gib mal lieber Gummi da vorne. Also ich bin nicht derjenige, der sich Gummi geben muss, um zu gewinnen. Komm, Auto! Aktiviere den Ferrari verbotenen Motor. Sich einer weggedreht, hinter mir. Das war, glaube ich, die Ferrari, ich glaube, Kamano. Oh. Oh, scheiße. Zu spät gebremst. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
fuck! Boah, da. Ah, du nutzt meine erste Verwarnung, ja. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Da wird ein Veto eingelegt. Jungs, können Sie vielleicht so werten, dass alles gewonnen hat? Und ich bin gespannt. Weiß ich, weiß gerade, was da bei Ihnen noch frei ist. Ja, durch. Jawohl, danke. Ja. Es ist geschafft. Weiter. Ja. Danke, schade Abends. Geil. Ja. Du fahrst das nächste Rennen auch nicht. Bumbo. Aber jetzt mal wirklich, Abends hätten mit 5 Sekunden Abstand mindestens gewonnen. Ja. Der war sowas von weit entfernt. Und ich hab nichts, ich hab keine Strafen, gar nichts. Vielleicht bin ich ein Reich. Ey, Fahrer des Tages. Eigentlich passt doch alles, ich verstehe es nicht. Das ist eine Arscherei. Ja. Da musst du eigentlich stehen. Dafür bin ich jetzt in Mexiko dran, pass auf, werde ich disqualifiziert. Ja. Naja. Dir würde ich die Flasche hinten reinschieben, ey. Das hat Pützi bei mir gemacht, aber mit seinem Auto. Ja. Pützi hatte 6 Sekunden, okay. Startfrei davon gekommen. Weil er wusste auch, weil ich ja hinter ihm bin, ich wurde eh Zweiter wegen seiner Sekunden. Ah, ich weiß auch mal, weil es disqualifiziert worden ist. Warum? Rasen während der Safety Car Phase. Wo denn? Oh. Keine Ahnung, Runde 8. Aber da war doch kein Safety Car mehr. Alter, so okay, jetzt, jetzt habe ich alles verstanden. Sorry. Nee, das ist sein Headset. Das ist sein Headset. Ja, kann ich schon nichts dafür. Ja. Nein, ich hatte gesagt gehabt, der Silent hatte dreimal die Strafe, deswegen wird er disqualifiziert und Aves, weil er die nicht angetreten ist, innerhalb der 3 Runden. Ah, okay, da. Ja, wo? Ich hab doch nichts gesehen. Sag das doch nicht mir. Ich wurde nicht angezeigt. Nichts gehört, nichts gesehen. Ach, so wie gar bei mir mal, Pützi. Ich weiß. Das war doch in Niederlande richtig so, dass ich gern rauchen. Jo. Ich geh mal pissen und mein Lied. Jo. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, PC. Dass 8 Fahrzeuge oder 8 Fahrer 100 Punkte haben. Also jetzt, weißt du, was ich meine? Silent, genau, Silent mit 101. Da kommt Manu mit 108, dann kommt Abes mit 161, dann komme ich mit 194. Dann kommt der Lothar mit 200, dann der nächste Du mit 221, dann kommt der Nami mit 254 und dann 311 für Dimitrix. Hast du schon lange nicht mehr hier so gesehen. Das ist so ein großer Abstand, ja. Ja. Na.
jetzt noch in Mexiko vielleicht noch einen Podiumplatz versuchen zu holen. Da zwischen uns beiden ist es eng, ne, Lothar? Okay. Okay. Ach so, okay. Ah, okay. Braucht zu impfen. Ergebnis bearbeiten. Weil Silent hatte gewonnen. Angeblich. Oh. Auch nicht schlecht. Wurde disqualifiziert und gewinnt das Rennen. Muss er auch erstmal schaffen. Ja. Ich glaube, der ist auf Toilette. Bei mir auch nicht. Das hatte ich auch gehabt, Mann. Erst nachdem ich auf Start gedrückt habe. Frag mal Pützi. Bei mir war das so, auch Safety Car, ich weiß nicht, ob das die Saison war, wo Safety Car war. Ich bremse ab, die Zeit war noch anlaufen. Zack, boom, Durchfallstrafe. Die Zeit war noch nicht runtergelaufen. Jungs, ich hab jetzt AWS auf Platz 1 getan, ich gebe zwar 0 Punkte an, aber ich rechne die 25 Punkte dann hinten drauf. Da will ich aber auch für nächstes Mal auch haben. Nur damit, wenn wir das jetzt bei jedem machen. Die meisten werden dann rumjauen. Na, überleg mal, der nächste hat das, die Scheiße. Wird er ja auch die Punkte kriegen. Und mir ist das egal. Für mich ist die Saison eh abgehakt. Aber Pützi, du weißt, wenn Aves jetzt Erster ist, bin ich Zweiter, glaube ich, oder? Nee, Nami ist dann Zweiter, ich Dritter. Ja, ein Platz zurück. Ich weiß. Ja, ich wollte es nur ansprechen. Ich war falsch. Müssen die echt patchen bei Safety Car. Patrick! Wer ist denn da? Mann! Toll! Wer war das? Du hast mich gegen die Mauer geschoben. Wer? Du, Aves. Nee. Guck mein Video. Wirst du toll sehen, wie du mich gegen die Mauer geschoben hast. Ich hab gar nicht. Ich bin doch vor dir. Ja, jetzt? Nee, die ganze Zeit war ich vor dir. Du siehst das echt. Dein Name war da. Was ist das denn da drin? Killer, ich war vor dir, Killer! Ich kann ja nur sagen, was ich gesehen habe. Sorry, Nami. Ich hab ja fast und Wasser. Ich wusste nicht mehr wohin. Ich bin jetzt davon. Achtung, Achtung! Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Keine Ahnung. Halte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. War ich wieder vorbei oder nicht? Nein, sonst hättest du an mir vorbei müssen. Sonst hätte mir der mir das angezeigt.
Und dieses scheiß Delta-Einheit nimmt mir auch so auf den Sinn, was ja dann cool geworden ist. Los, raus mit dir! Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Los, fahr jetzt! Okay, dir bleiben noch zwei Boxenstops. Zwei weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Mach die Türe zu! Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Watt. Ich will mal ganz kurz auf KI, ich muss kurz Headset wechseln. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich sag das schon, wenn es reingeht. Das Headset hält so lange. Also ich kann dir sagen, meins hält wunderbar. Deswegen wundere ich mich bei Pützi. Wenn ich weiß, dass ich mit euch fahre, lade ich das ja auch vorher, ne? Ich bin ja nicht ganz... ja. Nein, es hat damit nichts zu tun. Dann ja, als es zwischendurch ging auf einmal der Ton weg. Okay. Da habe ich nichts mehr gehört. Das ist aber scheiß Headset dann. Nein, so schlecht ist das nicht. Das kommt immer drauf an. Keine Ahnung warum. Da hat es ein Hau weg. Würde ich das mal umtauschen vielleicht. Muss mal den Ton umstellen hier. Safety Car kommt rein. Okay. Das war jetzt sowas von unfair von dem Spiel. Warum? Das war sowas von unfair. Ich tritt schon Vollgas und die sperren mich hier ein und hoffe, ich kann Vollgas geben mit Nami auch. Ja. Das ist sowas von Leben, ey. Achtung, ihr seid da ein Set zerdrückt. Ja, ich hab mal das. Das ist sowas von unfair von dem Spiel. Ja, wir sehen die so am Ende einfach so gesäumt hat, weil es perfekt ist. Links. Fuck, ich krieg die Kurve nicht mehr.
Sorry, okay. Alles gut. Was hier? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,7 Sekunden. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Nein, definitiv nicht. Ich fahre auf Gelb. Okay. Aber ich durfte ja auch schon zum zweiten Mal zur Box, oder? Ja, ich schon zweimal einen Fliegeschaden hatte. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Hier dran die Box. Wir sind zu risikoreich. Prozent hinten links. Ja, aber bevor gleich der Reifen klappt, was du nur einmal zu verbremsen kommst, ein Quersteher, dann hast du direkt 50% mehr. Bist auch direkt mit, ja? Los, los, los!
Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Wir sind 3 Runden über dem Benzinplanziel. Verbrauch also mehr Sprit. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Wir hatten Lagerang. Ich. Oh. Wir machen keinen Platz. Grüne Flagge, grüne Flagge. Das Rennen geht weiter. Fahrer vor mir. Das ist Hans-Peter. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 22,1 Sekunden. Killer und Patrick, wie kann sich schon das Duell? War das Patrick? Das war noch da. Ja. Ah, nee, Lothar, ja. Ja. Oh, ich habe mir ja Platz gelassen. Ich bin ja außen. Also. Ja. Nicht schon wieder. Passt. Ja. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16,8 Sekunden. Ja. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst ich muss es überholen. Eine Strafe. Nee, ich mein, ja. Ach so. Ich nicht. Na, die ist schon krass, ey. Das wird gewirkt, das Jungs, ne? Wetterbericht. Für Nami Starkregen, für Killerbär trocken. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich.
Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 22,7 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 22,9 Sekunden. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Okay, alles klar.
Wir sehen geringfügige Schäden am Fahrzeug. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 31,0 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich war seit ein paar Runden. Ich seit ein paar Runden schon, okay. Oh! Jetzt habe ich einen roten Flügel. Ich flippe hier aus, ey. Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und es wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Ich nehme die Quali auf mich, die Disqualifikation da. Tschüss. Hab ich keinen Bock mehr. Du wirst erst von Mercedes weggerammt und dann von der KI. Hä? Was? Hä? Nein, Silent. Silent hatte, ich musste ihn überrunden und er ist auf mich zugelenkt. Ja, aber ich auch halt. Und dadurch hatte ich einen braunen Flügel da kassiert. Ja, und dann die KI. Ja. Und da habe ich keinen Bock mehr. Sorry, nehme ich dann für nächstes Mal Quali-Sperre auf mich. Ist mir scheißegal. Also, die letzten beiden. Ja.